Vielen Dank. Ich darf Ihnen jetzt die nächsten beiden Lesenden ansagen. Als erstes begrüße ich recht herzlich den Schauspieler Stefan Bergel. Sie kennen ihn alle aus zahlreichen Filmen oder auch aus Theaterstücken Eisenach und anderswo. Und danach, Sie können ruhig schon zu mir kommen auf die Bühne, wenn Sie mögen. Und das Mikrofon an Ihre Körperlänge anpassen lassen, das ist gut, ja. Und danach wird zu uns lesen Daniela Dahn. Daniela Dahn wird ja beschrieben als Journalistin, Publizistin, auch Schriftstellerin. Aber vor allen Dingen finde ich wichtig, sie ist eine Bürgerrechtlerin ohne den Zusatz Ehemalige davor. Herzlich willkommen. Ja, vielleicht ein nicht mehr so bekannter Autor. In meiner Generation schon. Johannes R. Becher. Schön, dass ihr das zum Lachen bewegt. Johannes R. Becher, spanische Inquisition. Er stand gefangen da in ihrem Haufen. Was bist du? Sag, ich bin ein Judenschwein. Es wurde still. Er hörte nur ein Schnaufen. Wie lange wird es noch so stille sein? Er horchte, um die Antwort dort zu finden, in dieser Stille. Sag, was bin ich? Sag. Schon sah er um sich her den Haufen schwinden, da holte einer aus zum ersten Schlag. Was bist du? Sag, ein verfluchtes Juden. Nein, warf sich der Gefangene dem Schlag entgegen. Oh, würde es noch einmal stille sein, dann wüsste ich, und unter ihren Schlägen wuchs er empor. Und wie er höher ragte als alle rings, da sah er um sich die Welt. Es war die Welt, die ihn befragte. Was bist du? Sag, wir alle hören dich. Ich bin ein... Oh, welch jubelnd Glück! Dies Wort, es riss ihn los aus ihren Banden. Da wichen sie entsetzt vor ihm zurück, als sei ein Geist vor ihnen auferstanden. Ein Mensch, ich bin ein Mensch. Oh, neugeboren ward hier ein Mensch in seiner Folterqual. Es brauste seinen Henkern in den Ohren, als hörten sie dies Wort zum ersten Mal. Und duckten sich und Schritt für Schritt so schlichen sie auf den Menschen in der Mitte zu. Sie maßen ihren Feind, den Fürchterlichen. Sie schoben vor das Kinn und knurrten, du, ich bin ein Mensch. So hörten sie ihn schwören. Er hob die Hände, als er niederbrach. Ich bin ein Mensch. Es klang ihm wie in Chören. Die eigene Stimme klang im Tod ihm nach. Danke. Ja, Sie haben eben zu Recht protestiert, dass jemand wie Johannes R. Becher natürlich nicht vergessen ist. Aber wir dürfen noch nicht vergessen, dass es den Nazis gelungen ist, mit dieser Aktion ganz viele Autoren tatsächlich ins Vergessen zu schicken, deren Namen uns heute kaum noch was sagt. Und es ist auch ganz schwierig, wenn man die Liste der verbrannten Bücher sieht und diese Namen findet, irgendeine Biografie dazu zu finden, ein Werk dazu zu finden. Ich muss gestehen, ich bin daran gescheitert, habe mir das fürs nächste Mal vorgenommen und habe für heute die Flucht nach vorne gemacht und einen auf diesem Platz hier sehr bekannten verbrannten Autor, nämlich August Bebel, ausgewählt, dessen Buch Die Frauen und der Sozialismus auch hier verbrannt worden ist. Und August Bebel war ja einer der ganz frühen sich für die Emanzipation Einsetzenden. Und das
hat den Nazis in ihrem Männerkult natürlich auch nicht gefallen und auch nicht, dass er die Ursache für die Unterdrückung der Frau in vielen Religionen sah, gerade auch im Christentum, ohne zu verkennen, was das Christentum später auch an Aufklärung akzeptiert hat, hat er doch an diese Ursprünge erinnert und daraus möchte ich ein paar Passagen lesen. Bebel sagt, hören wir, wie die Bibel und das Christentum über die Frau und die Ehe sprechen. Die 10 Gebote des Alten Testaments richten sich nur an den Mann. Im 9. Gebot wird die Frau zugleich mit dem Gesinde und den Haustieren genannt. Der Mann wird gewarnt, sich weder nach des nächsten Weib, noch seines Knechts, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, noch seines Esels, noch alles, was der Nächste habe, gelüsten zu lassen. Die Frau ist also Objekt, ein Stück Eigentum, nach dem der Mann, wenn es ihm fremden Besitz ist, kein Verlangen haben soll. Dieser Hass gegen das Fleisch, das ist der Hass gegen die Frau, aber auch die Furcht vor der Frau, die als die Verführerin des Mannes, siehe die Paradiesszene, dargestellt wird. In diesem Geiste predigten die Apostel und Kirchenväter, in diesem Geiste wirkte die Kirche das ganze Mittelalter hindurch, indem sie die Klöster schuf und das Zölibat der Priester einführte, und sie wirkt noch heute in diesem Geiste. Die Frau ist nach dem Christentum die Unreine, die Verführerin, welche die Sünde in die Welt brachte und den Mann zugrunde richtete. Daher haben die Apostel und die Kirchenväter stets die Ehe nur als ein notwendiges Übel angesehen, wie man das heute von der Prostitution sagt. Tertullian ruft, Weib, du solltest stets in Trauer und Lumpen gehen, dem Blick dein Auge voll Tränen der Reue darbieten, um vergessen zu machen, dass du das Menschengeschlecht zugrunde gerichtet hast. Weib, du bist die Pforte zur Hölle. Und Bebel fährt fort. An diesen Lehren krankt die heutige Gesellschaft noch schwer und sie erholt sich nur langsam davon. Petrus ruft mit Nachdruck, Frauen, seid gehorsam euren Männern. Paulus schreibt an die Epheser, der Mann ist das Oberhaupt des Weibes, wie Christus das Oberhaupt der Kirche. Danach, nach diesen Zitaten, sagt Bebel, kann sich jeder Pinsel von Mann für besser halten als die ausgezeichnetste Frau und in der Praxis ist es bis heute so. Und das hat den das hat den Nazis mit ihrem Männerkult natürlich auch nicht gefallen, dass sie als Pinsel die Männer bezeichnet wurden. Und Bebel geht aber sogar noch weiter in seinem Spott. Er sagt, die Statur ist vom Geschlecht durchaus unabhängig. Dagegen ist der weibliche Arm ausgesprochen kürzer als der männliche. Abgesehen von Größe und Breite der männlichen Hand ist beim Manne der Ringfinger in der Regel länger als der Zeigefinger, bei der Frau umgekehrt. Die männliche Hand wird hierdurch affenähnlicher. Wie ja auch der längere Arm ein pithecoides, affenähnliches Merkmal ist. So erklärt es sich, dass auch der zivilisierte Mann noch in manchem dem Tiere, besonders dem Affen, näher steht als das Weib. Dass er pithecoide Charaktere aufweist, zu denen außer der Entwicklung des Gesichtsskeletts auch die Länge der Gliedmaßen genannt werden kann. Und von diesen affenähnlichen Merkmalen des Mannes, so Bebel, konnte auch die Zivilisation ihn nicht befreien. Aber selbstverständlich wäre es einseitig, wenn man nicht noch daran erinnerte, dass Bebel die Zivilisation natürlich hauptsächlich in der Gesellschaft erwartet hat und dass er deren Strukturen erwünscht hat und deshalb zum Abschluss noch ein solcher Ausschnitt von dem Buch, das auf diesem Platz verbrannt wurde. Seit dem Eintritt der Zivilisation ist das Wachstum des Reichtums so ungeheuer geworden, seine Formen so verschiedenartig, seine Anwendung so umfassend und seine Verwaltung so geschickt im Interesse der Eigentümer, dass dieser Reichtum dem Volke gegenüber eine nicht zu bewältigende Macht geworden ist. Der Menschengeist steht ratlos und gebannt da vor seiner eigenen Schöpfung. Aber dennoch wird die Zeit kommen, wo die menschliche Vernunft erstarken wird zur Herrschaft über den Reichtum, wo sie feststellen wird, sowohl das Verhältnis des Staates zum Eigentum, das er schützt, wie die Grenze der Rechte der Eigentümer. Die Interessen der Gesellschaft gehen den Einzelinteressen absolut vor
und beide müssen in ein gerechtes und harmonisches Verhältnis gebracht werden. Die bloße Jagd nach Reichtum ist nicht die Endbestimmung der Menschheit. Das goldene Zeitalter, von dem die Menschen seit Jahrtausenden träumten und nach dem sie sich sehnten, wird endlich kommen. Die Klassenherrschaft hat für immer ihr Ende erreicht, aber mit ihr auch die Herrschaft des Mannes über die Frau. Dankeschön.